Liebe Trader, die Devise lautet, handle die Signale am Markt, die gerade am besten funktionieren. Und wenn wir die letzten 10 Tage betrachten, müssen wir feststellen, dass es am Markt eine klare Präferenz für Trendfolgesignale gibt. Wenn wir uns mal anschauen, Short-Term Flatbase, Dynamic Breakout Attack, Davos Breakout oder Trend Breaks über Trendfortsetzungsformationen, also Trend Continuation Lines. Alle diese Signale gehen mit einer Trefferquote von 80 bis sogar 100% einher. Ja, und zum einen signalisiert mir das ja grundsätzlich, dass sich das Marktumfeld beginnt aufzuhellen, wenn diese ersten Breakout-Bewegungen wirklich kraftvoll durchziehen und es finden an den Folgetagen direkt Anschlusskäufe statt, sind es die ersten Vorboten für ein sich aufhellendes Marktumfeld, das auch gerne dann mit etwas Verzögerung vom Leitindex gespielt wird. Und zum Zweiten bin ich natürlich dann auch im Speziellen bei diesen Signalen interessiert, Breakout-Kandidaten nach oben zu begleiten. Schauen wir uns mal ein paar Signale an. Beginnen wir mit Short-Term Flatbase. Wir sehen, es gab 8 Signale in den letzten 10 Tagen und fast alle waren von Erfolg gekrönt. Im Näheren sehen wir, dass gerade einmal ein Signal, die Longsess, hat den Break nicht gepackt, aber es gab einige Aktien, die wirklich kraftvoll dann nach oben durchgezogen sind mit prozentual zweistelligen Entwicklungen. Und wenn wir das Ganze auf heute reduzieren, so haben wir auch hier einen sehr interessanten Kandidaten. Es handelt sich um CEWE Stiftung. Warum gefällt mir jetzt die Aktie zum Beispiel? Zum einen hat die Aktie ein sehr schönes Konsolidierungsverhalten über die letzten Wochen an den Tag gelegt. Auf Rücksetzer am Markt hat die Aktie kaum reagiert. Und zum Beispiel auch in einer früheren Phase war CEWE eine der ersten Aktien, die auf Neujahreshochs ausgebrochen ist, hat eine gewisse Leaderrolle eingenommen. Womöglich zeichnet sich diese Geschichte erneut fort und ja, heute dieser schöne Breakout aus dieser Konsolidierungsformation heraus. Auch die fundamentale Entwicklung zeigt nach oben bzw. gibt grünes Licht. Einige Analysten rechnen ja, dass im Zuge der Ergebnisse für das dritte Quartal die Jahresprognose noch angehoben wird. Ja, das heißt, wir haben ja auch wieder eine sehr schöne Kombination zwischen fundamentaler Entwicklung und heute quasi springt die charttechnische Ampel auf grün. Das könnte jetzt wirklich der Startschuss für eine schöne mehrtägige Rallye-Bewegung sein. Also sehr interessant, CEWE Stiftung. Dann zum Beispiel ist ja auch immer wichtig, sich auf neue Signale vorzubereiten. Hier haben wir zum Beispiel eine Dürr. Und auch hier sehen wir, dass jetzt zeitnah diese etablierte Flatbase nach oben verlassen werden könnte. Der Autosektor zeigt sich ja heute sehr freundlich, ja, ist mitführend bei dieser heutigen Bewegung. Und wenn zum Beispiel die Autobauer stark sind, sehr oft profitieren davon auch entsprechend die Zulieferer. Insofern, wenn sich dieses Bild fortsetzen sollte, hätten wir auch hier mit Dürr einen sehr interessanten Breakout-Kandidat. Schauen wir noch ein paar weitere Signale an. Wir haben zum Beispiel Dynamic Breakout, das heißt, wenn Aktien die jüngsten Bewegungshochs herausnehmen, die jüngsten Widerstandsniveaus auf ein neues 2-Monats-Hoch ausbrechen und wo einfach Kaufdruck vorhanden ist. Auch hier sehen wir einige schöne Breakout-Bewegungen jetzt über die letzten Tage. Und wenn wir das Ganze auch heute für beziehungsweise auf den heutigen Tag herunter reduzieren, dann sehen wir zum Beispiel auch eine Technotrans. Ja, wunderschön. Gestern gab es diesen Ausbruch, der kraftvoll angelaufen ist. Die Aktie ging fast auf Tageshoch, hat den Handel beendet. Heute gab es erneut oder gibt es sofort Anschlusskäufe in der gleichen Intensität beziehungsweise so gar noch ein wenig mehr. Und das sind einfach positive Signale. Ja, wenn man wirklich sieht, aha, dynamische Breakout, sofort Anschlusskäufe. Ja, das spricht wirklich für ein zunehmend gesundes Marktumfeld. Und zum Beispiel auch hier gilt es natürlich immer zu schauen, welche Kandidaten stehen unmittelbar vor neuen Bewegungshochs. Hier hätten wir zum Beispiel eine Dialog. Heute Abend ist ja die Präsentation von Apple, die das neue iPhone vorstellen. Dialog hat ja eine hohe Abhängigkeit von Apple und wir sehen auch hier, die Aktie, ja, ist dabei wieder eine neue Aufwärtstrendstruktur auszubilden. Das heißt, mal schauen, was heute Abend rauskommt. Charttechnisch hat sich die Aktie jetzt auf jeden Fall schon mal wieder in eine interessante Situation manövriert. Bei den Davos Breakouts, auch hier können wir uns anschauen, heute gab es
Auch CEWE hat auch ein DAVAS-Breakout gemacht und zum Beispiel hier unter den Aktien, wir sehen eine TAG-Immobilie, ja, es fehlen gerade mal noch 0,4% für den Breakout. Und wenn wir uns mal die Aktie jetzt auch noch näher anschauen, dann sehen wir, dieses Chartbild sieht auch gar nicht schlecht aus. Wenn wir auch im Big Picture mal versuchen, hier eine Base anzudeuten, ja, dann sieht man, hoppla, jetzt, dass hier wirklich ein Big Picture Breakout bevorstehen könnte. Und wenn man hier auch sich nochmal vor Augen führt, dass ja der Immobiliensektor über die letzten Wochen wirklich mit der stärkste Sektor war am deutschen Markt und auch diverse Unternehmen ihre Prognose angehoben haben, ihre Erwartungen mit den Q2-Zahlen übertroffen haben. Ja, das spricht wirklich auch für diesen Breakout, beziehungsweise man kann ja auch beobachten, dass viele Aktien aus diesem Sektor ihre hohen Niveaus weiter verteidigen und insofern wird auch eine Takt für eine kurze dynamische Rallye-Bewegung über mehrere Tage wirklich interessant, wenn dieser Break stattfindet und entsprechend Kaufdruck reinkommt. Also aus dem Immobiliensektor ist TAG aktuell einer meiner Favoriten. Und man sieht ja auch grundsätzlich ja diese Breaks auf neue Hochs in den letzten Tagen. Wir haben hier wieder eine Trefferquote von 75%, also wirklich, das spricht dafür, oder man sieht zunehmend, das Marktumfeld beginnt sich aufzuhellen. Und wenn wir uns jetzt nochmal den DAX anschauen, dann müssen wir ja feststellen, dass hier eigentlich relativ wenig jetzt in den letzten Wochen passiert ist, aber aufgrund hier dieser Entwicklungen im Trade-Radar, deswegen habe ich hier ja auch immer den Fokus drauf und schaue, was in der Breite gespielt wird. Diese Veränderungen hier könnten wirklich darauf hindeuten, dass jetzt auch im DAX zeitnah der Knoten platzt und neue Hochs angegriffen werden.